Was eine schöne Nacht, um einen nächtlichen Spaziergang zu machen mit Bob, Bob, Bob und nochmal Bob. Oh ja, und warte mal, was ist das für ein Geräusch? Das kam von hinten, von diesem Busch. Das ist total gruselig und einer sagt, ich werde nachschauen gehen, was es ist. Pass auf dich auf. Oh Gott, was wird da wohl im Busch sein? Und nein! Was ist mit ihm passiert? Er wurde in den Busch gezogen. Leute, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was ist mit ihm passiert? Ich glaube, ich weiß, was mit ihm passiert ist. Er wurde in den Busch gezogen und ist jetzt zu einer Schlange geworden. Und unsere Aufgabe jetzt wird es sein, erstmal in dieses Haus reinzugehen. Schaffst du das? Let's go. Und vor dieser Schlange zu verstecken und der Schlange zu entkommen. Und oh, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir sind hier auf jeden Fall in einem... Warte mal, was war das für ein Geräusch? In einem riesengroßen Haus eingesperrt. Und wir haben gerade einen schönen Spaziergang gemacht mit Bob, Bob und noch mehr Bob. Und oh, irgendwas war da. Und einer hat auf jeden Fall in einen Busch geschaut, weil da irgendwelche Geräusche kamen. Und dieserjenige hat sich in eine Schlange verwandelt. Und unsere Aufgabe ist jetzt, oh Gott, dieser Schlange hier zu entkommen. Und dafür gibt es verschiedene Sachen in dem Haus, die wir auf jeden Fall hier sammeln müssen. Ich glaube, dort drüben lag schon irgendwo ein Schlüssel oder sowas. Wir schauen mal hier. Ist vielleicht irgendwo ein Schlüssel. Aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass uns die Schlange... Nein, 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 nicht erwischt. Da ist sie. Da ist sie. Sie sitzt dort her. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Renne, renne, renne. Habt ihr sie gesehen? Und okay, hier ist ein blauer Schlüssel und hier ist ein grüner Schlüssel. Oh, oh. Sag nicht, wir sind in der Sackgasse. Oh, oh. Nein, können wir hier raus? Oh Gott, das sieht wirklich ganz und gar nicht gut aus. Wir müssen aufpassen. Oh Gott, wir dürfen hier auf gar keinen Fall hochgehen. So, jetzt vorsichtig. Wo ist die Schlange? Wo ist die Schlange? Okay, weit und breit keine Sicht von der Schlange. Sehr, sehr gut. Und hierfür brauchen wir einen Hammer. Einen Hammer brauchen wir auf jeden Fall, um hier nach unten zu kommen. Weil unsere Aufgabe wird es ja sein, den Angriff der Schlange zu überleben. Und lebt hier überhaupt noch irgendwer? Oder sind wir der letzte Überlebende? Und ein pinker Schlüssel. Okay, sehr, sehr gut. Wofür brauchen wir jetzt hier den pinken Schlüssel? Wir schauen mal vorsichtig rein. Und oh, da hinten ist sie. Die Schlange. Die Schlange. Nein, nein, nein. Ich glaube, können wir hier rüberspringen? Nein, nein, nein. Wir können hier nicht rüber. Und oh Gott, sie ist hinter mir her. Sie ist hinter mir her. Nein, 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 das kann nicht sein. Leute, oh nein, sie hat mich ausgetrickst. Nein, 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 Freunde, Sackgasse. Ich glaube, wir rennen in eine Sackgasse. Wir rennen in eine Sackgasse. Oh nein, die Tür ist zu. Die Tür ist auch zu. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Und, oh, oh, moin, moin. Nein, 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 nein. Und da hat sie uns aufgefressen. Ich wurde erledigt von der Schlange. Und lebt sie ob irgendwer oder... Nein, ich glaube, ich war tatsächlich der allerletzte Überlebende, ey. Das war ja ein Mega-Fail. Wir haben ja gar nichts geschafft. Leute, ihr habt mich alle im Stich gelassen. Ich war der letzte Überlebende. Ich hatte doch keinen Plan, was abging. Und der Nächste geht in den Busch, schaut, was sich dort hinter verbirgt. Und auch er wird reingezogen und verwandelt sich in eine Schlange. So, Leute, wir sind zu dritt. Und diesmal brauchen wir einen besseren Plan, Freunde. Wir müssen uns auf jeden Fall besser beeilen. Sorry, Leute, mein Fehler. Wir dürfen nicht so laut sein. Und hier muss doch irgendwo irgendwas sein. Irgendwie ein Schlüssel oder irgendwie sowas. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Wir dürfen auf gar keinen Fall hochgehen. Das müssen wir uns merken. So, wir müssen erstmal alles abchecken. Ein Kollege ist jetzt auf jeden Fall hier draußen. Wir brauchen einen pinken Schlüssel und eine Axt dafür. Ich würde sagen, wir sammeln hier die ganzen Münzen oder irgendwie sowas ein. Ich weiß nicht, ob uns das viel bringt. Und hierfür brauchen wir, ihr seht es, so ein TNT, so ein C4, um das Ganze hier wegzusprengen, um dann hier der Schlange zu entkommen. Okay, ob wir das Ganze schaffen werden, werden wir sehen. 7 Minuten haben wir Zeit. Die rennt da, Zeit davon und oh, die Schlange ist hinter uns her. Leute, Leute, Leute. Oh Gott, rennt, 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 rennt. Nein, 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 nein. Sie ist hinter mir. Lass mich in Ruhe. Das ist die schneller als ihr. Nein, nein, nein. Wie macht die Schlange eine Sonnenbrille auf? Oh Gott, dim, dim, dim. Leute, Leute, ich verschaffe uns Zeit. Ich verschaffe uns Zeit. Oh Gott, und da ist sie. Ah, 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 sie will mir eine Falle stellen. Nee, nee, nee. Da ist mir der Schlange nochmal gerade zu entkommen. Junge, Junge, ich hoffe, alle leben auf jeden Fall noch. Ich glaube, hierüber können wir nicht springen oder sowas. Wir müssen aber richtig gut aufpassen. Sie ist hier irgendwo drin oder sowas. Und, oh, hört ihr das Geräusch? Und hier, oh Gott, hä? Was sind das für Geräusche? Hier ist auf jeden Fall ein pinker Schlüssel und den brauchen wir doch. Den pinken Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall, um hier draußen das Ding zu öffnen. Ihr wisst es, ihr habt es gesehen, um diesen Schacht zu öffnen. Dafür brauchen wir einmal einen pinken Schlüssel und diese Axt hier, genau, hier um die Ecke. Da würde ich sagen, jetzt ganz, ganz schnell und zack, der pinke Schlüssel. Damit haben wir das Schloss geöffnet und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch... Oh, hallo?
Alles gut, wo ist die Schlange? Wir müssen aufpassen. Oh, weit und breit ist aber keine Spuren sich. Okay, ich weiß, hier ist die Tür. Das heißt, wenn die Schlange jetzt hier irgendwo sein sollte, ist hier auf jeden Fall... Oh Gott, eine Tür. Leute. Rennt. Sie ist hinter uns her. Und nee. Sie will mir den Weg absteigen. Ja, Kollege, was machen wir jetzt? Ja, dann renne ich halt in die Richtung. Und, ich kann hier nicht mehr ins Haus rein, ey. Was ist das denn? Aber, Freunde, warte mal. Lebt keiner mehr? Bin ich tatsächlich der letzte Überlebende, oder wie? Das ist wirklich ganz und gar nicht gut aus. Jetzt schnell ins Haus. Schnell ins Haus, ich würde sagen. Wir gehen mal vielleicht in die obere Etage oder sowas. Hier ist noch irgendwas. Und hier, oh mein Gott, ein Safe Key, okay. Können wir mit hier irgendwas machen? Die Tür zu oder sowas? Nee, ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Oh, wo die Schlange ist. Sie ist hier, glaube ich, irgendwo. Oh, von wo kommt die denn? Nein, wir rennen weg. Oh Gott. Sie ist hinter uns her. Renn, ZX. Und ich glaube, wir sind wieder der letzte Überlebende. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt von hinten. Damit rechnet sie doch. Hier sind Fallen, die sie uns gestellt hat. Oh Gott. Da dürfen wir auf gar keinen Fall reingehen. In diese Schlangenfallen. Und oh nein, Freunde. Alleine werden wir es noch niemals schaffen. Wir werden keine Chance haben. Oh nein, der Schlange zu entkommen. Wir gehen jetzt sofort durchs Haus. Oh Gott. Finden wir irgendwas? Irgendwas oder so? Ein Pika Schlüssel. Oh nein, den hatten wir doch gerade eben. Oh nein. Wir wurden wieder aufgefressen. Neue Runde als Überlebender. Es ist ja übelst schwer. Wir werden einfach keine Chance haben gegen die Schlange. Jemals. Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben oder irgendwie sowas. Ich glaube, oben gibt es vielleicht noch irgendwie Schlüssel. Hier so in der Küche gibt es auf jeden Fall nichts. Und diesmal müssen wir ein bisschen besser aufpassen vor der Schlange. Und vielleicht werden wir es ja diesmal schaffen, der Schlange zu entkommen. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Okay, hier ist ein gelber Schlüssel oder ein orangener Schlüssel. Okay, blau und grün ist hier oben. Das merken wir uns. Blau und grün. Ich hoffe, die Schlange kommt jetzt nicht nach oben. Sonst sind wir direkt... Oh, erledigt. Nein. Da war sie. Habt ihr sie gesehen? Und okay, sie ist verschwunden. Sehr, sehr gut. Sie ist gerade verschwunden. Ich würde sagen, wir können damit jetzt die nächste Tür öffnen. Okay, let's go. Da sind wir auf jeden Fall hier im nächsten Raum. Und hier. Oh nein. Hinter uns. Oh Gott, die Schlange. Renn, Kollege. Oh Gott. Nein, Freunde. Wir. Oh nein, ich glaube, einer ist schon tot oder sowas. Die Schlange hat ihn geschnappt. Jetzt ganz schnell, Freunde. Blauer Schlüssel. Wir öffnen das Ganze. Okay, so weit waren wir noch nie. Okay, wir müssen uns irgendwie verstecken. Wir verstecken uns hier. Oh Gott. Nicht, dass sie uns hier sieht oder sowas. Und jetzt brauchen wir einen pinken Schlüssel oder sowas. Und ich glaube, den hatte doch mein Freund gehabt. Hier ist auf jeden Fall ein weißer Schlüssel. Okay, das bedeutet, warte mal. Wir können hier, glaube ich, runterspringen so. Das heißt, wenn sie die Schlange kommen sollte, haben wir auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, hier auszubrechen. Okay, wir schauen vorsichtig um die Ecke. Wo kommt die Schlange? Aber es wird immer und immer lauter. Okay, ein weißer Schlüssel. Oh Gott, da ist sie. Habt ihr sie gesehen? Okay, ich würde sagen, ganz vorsichtig. Ein pinker Schlüssel. Wo ist jetzt hier der pinke Schlüssel? Oh, ich habe richtig Angst, ey. Wir müssen vorsichtig schauen gehen. Und sie ist hinter uns her. Nein. Die Schlange ist hinter uns her. Renn. Okay, ein pinker Schlüssel brauchen wir. Einmal brauchen wir den... Für oben den pinken Schlüssel und hierfür fürs Basement. Und wir sind wieder der letzte Überlebende. Ah nee, wir brauchen nur noch die Axt dafür. Okay, komm schon. Wir rennen jetzt hier hindurch. Haben wir irgendwo einen pinken Schlüssel? Oh Gott, jetzt ganz schnell. Pink. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus, Freunde. Okay, da würde ich sagen, komm, Mr. Schlange, wir laufen noch einen Marathon. Ah, wir haben sie abgehangen, glaube ich. Und da drüben. Da ist der pinke Schlüssel. Oh mein Gott, okay. Jetzt ganz vorsichtig. Das ist unsere Chance. Und komm schon. Okay, zack. Da haben wir den pinken Schlüssel. Okay, der weiße ist draußen. Da ist die Schlange. Habt ihr sie gesehen? Okay. Ich würde sagen, wir probieren vielleicht den Eingang von hinten zu nehmen oder sowas. Damit wird die Schlange vielleicht nicht rechnen. So, jetzt ganz vorsichtig. Weiß sie, dass wir da sind? Sie ist durch den Schacht gegangen. Okay, sehr, sehr gut. Jetzt vorsichtig. Ab geht es jetzt hier hindurch. Und komm schon. Oh nein. Hat sie uns gesehen? Alter, ich bin zu blöd, in mir reinzugehen. Oh mein Gott, wir sind fast durch die Falle gelaufen. So, hä? Wo geht's hier nochmal nach oben? Ich habe voll die Orientierung verloren. Sie ist auf jeden Fall in den Schächten. Und jetzt, ab geht's nach oben. Ich hoffe, sie ist... Oh, ich glaube, sie ist oben, oder? Wir schauen mal. Oh, vorsichtig. Wir gehen mal hier. Okay, hier ist auf jeden Fall auch ein Schlüssel. Ein schwarzer Schlüssel, glaube ich, war das. So, hier ist auf jeden Fall keiner. Sehr, sehr gut. Okay, da würde ich sagen, ab geht es durch die pinke Tür. Let's go. Und hier ein grüner Schlüssel. Okay, der grüne Schlüssel haben wir auf jeden Fall auch am Start. Das ist wirklich hier Leben am Limit, muss ich sagen. Und damit können wir hier die Tür öffnen. Komm schon. Let's go. Hiermit können wir auf jeden Fall auch runter. Was ist das hier? Die Axt. Die Axt, die wir brauchen, um auszubrechen. Nein.
Die Schlange hat uns gefressen. Wir waren der Letzte und das war so knapp, Freunde. Wir waren schon so weit. Wir hatten die Axt gehabt. Wir waren schon oben. Die hatten die ganzen Schlüssel gehabt. Junge, war das knapp, ey. Warte mal. Diesmal bin ich derjenige, der nachschauen geht im Busch. Oh Gott, nein, nein, nein. Nein! Alter, was ein männlicher Schrei von mir. Und das bedeutet, diesmal sind wir... wieso zwinker ich so komisch? Ach, mit meinem Auge. Diesmal sind wir die Schlange. Haha, okay. Unsere Aufgabe als Schlange wird es sein, die Spieler zu stoppen, dass sie nicht escapen, dass sie nicht entkommen. Dann können wir Fallen platzieren. Okidoki. Wir können nicht springen als Schlange. Sehr, sehr gut. Und wir können durch diese Lüftungsschächte und noch vieles, vieles mehr gehen. Haha. Das ist wirklich sowas von krass. Schaut mich mal an. Jetzt sind wir einfach als Schlange unterwegs. Ich komme, Zwinker-Smiley. Let's go. Wir werden jetzt auf jeden Fall die ganzen Spiele erledigen. Hier ist auf jeden Fall der Ausgang. Ich würde sagen, Leute, ich komme rein. Moin, moin. Ich würde sagen, wir können hier einfach durchgehen. Und wir können hier einfach so Fallen platzieren. Wisst ihr, was ich meine? So vor die Tür können wir zum Beispiel, glaube ich, hier so solche Fallen platzieren. Und zack, hier so eine Falle. Und okay, okay, genau. Das sollte schon mal reichen. Das heißt, wenn jemand hier reinläuft, dann wird er auf jeden Fall erwischt. Und wen haben wir denn da? Steh geblieben, mein Freundchen. Ich sehe aus wie ein kleines Würmchen. Ey, hör auf mich zu veräppeln. Dich werde ich mir auf jeden Fall schnappen. Nein, er hat mich ausgetrickst. Er hat mich ausgetrickst. Und ist er eigentlich der Einzige? Bist du der Einzige? Nein. Jo. Oh, der ist durch... Oh, oh mein Gott, er ist in meine Falle reingelaufen. Oh, lecker. Den ersten haben wir erledigt. Wie krass ist das denn? Ich würde sagen, zack, wir platzieren die Falle direkt wieder hier. Hä? Die ist einfach getarnt. Die ist hier unten, die Falle. Und den ersten konnten wir auf jeden Fall als Schlange auffressen. Da draußen ist einer. Habt ihr ihn auf jeden Fall gesehen? Stehen geblieben. Wo seid ihr? Ich will mit euch spielen. Und irgendwie, ich sehe mehr aus wie so ein Wurm oder irgendwie sowas, oder? Als so eine Schlange, ey. Das ist wirklich zu lustig. Ich würde sagen, zack, wir schlüpfen hier hindurch und da komme ich. Und... da habe ich den nächsten erledigt als Schlange. Let's go, Freunde. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich muss sagen, als Schlange ist es ja sowas von einfach, hier die Leute aufzufressen. Ich finde, als Überleben, das ist ultra schwer, ey. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, der Schlange zu entkommen. Das ist wirklich viel, viel zu krass, auch die ganzen Schlüssel zu finden. Aber als Schlange ist das Ganze umso einfacher, muss ich sagen. Und jetzt sind wir tatsächlich in der letzten Runde noch wirklich eine als Schlange gewonnen. Oh, warte mal, Leute. Was ist das denn? Er hat mich vergiftet. Das war irgendwie so ein Schlangenspray oder sowas. Alter, wie lange sind wir denn ausgenockt? Das kann doch wohl nicht sein. Ich glaube, das ist aber auch der letzte Spieler. Und das wird jetzt hier unser Erzfeind sein. Er hat irgendwie so ein Schlangenspray oder sowas. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sneaken mal hier durch. Wir warten mal, vielleicht kommt er hier. Und Überraschung, da sind wir. Wo ist der? Muss er auch irgendwo sein. Können wir durch die Tür gehen? Aua, voll gegen die Tür gebonkt mit unserem Kopf. Wo ist der letzte Spieler? Der wird auf jeden Fall noch hartnäckig sein. Den werden wir, glaube ich, nicht so einfach bekommen. Und oh, da ist der Freund, da ist der. Er hat auf jeden Fall die Axt am Start und stehen geblieben. Dich kriege ich. Oh mein Gott, wir hängen ihm am Rücken und er will ausbrechen. Er hat die Axt dabei und damit will er ausbrechen. Nein, 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 stehen geblieben. Und hat er sie benutzt? Und was? Dafür braucht er sie noch. Stehen geblieben. Komm doch her und da habe ich ihn erwischt, Freunde. Haha, let's go. Das bedeutet, die Schlange hat gewonnen, Freunde. Die letzte Runde konnten wir noch entscheiden. Als Überlebende haben wir es leider nicht geschafft. Darum waren die Runden nicht so krass. Aber dafür haben wir die letzte Runde einfach gewonnen als Schlange und haben jeden aufgefressen. Mega, mega krass, ey. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coole Videos mehr und dann bist du auch ein Teil der Santex Army und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss!